Wir sind nun auf der anderen Seite der Produktionsstätte, hinter uns noch einmal ganz entfernt, auf der linken Seite der Brecherprozess, von dem dann das auf ungefähr 1,5 cm kleingebrochene Gesteinsmaterial in diese große rotierende Trommel, die Ballmühle, kommt, die hier ausgelegt ist auf 3000 Kilowatt oder 3 Megawatt Rotationsleistung, wo das Gestein noch einmal bis auf Sandgröße heruntergebrochen wird. Und hier beginnt dann der eigentliche Verarbeitungsprozess. Bis jetzt war es Vorbereitung. 60% des kleingemahlenen Materials kommt dann in einen sogenannten Schwerkrafttrennungskreislauf, wo über die Schwerkraft, Gold ist ja schwerer als das restliche Material, Gold ausgefällt wird. Das hat Kostengründe gegenüber der dann, wie man hinter uns sieht, die anderen 40% in die Blechtanks kommen. Blechtanks, das ist das sogenannte Carbon-in-Leach-Verfahren, das hier angewendet wird, was man bei höhergradigem Gold immer so macht. Hier wird das fein gemahlene Gestein mit Wasser, mit Carbon und mit Soda-Cyanid versetzt, das chemisch reagiert und durch Rühren und Umpumpen einen 30-stündigen Kreislauf durchmacht, wobei sich das Gold durch den chemischen Prozess an das Carbon anbindet und am Ende der Produktionsstätte, Straße hier, dann in eine Carbon-Separator, also in einen Trennungskreislauf kommt, wo das Carbon aus dem Schlamm ausgefällt wird. Am Carbon hat sich dann das Gold angebunden, wird dann über einen weiteren Erwärmungsvorgang erhitzt, wobei das Gold dann aus dem Carbon ausfällt und dann ins Labor zur Elektrowinning-Analyse, also zur Fertigbearbeitung gebracht wird. Das vorher besprochene, die Schwerkrafttrennung, ist die billigere Methode, weil es ja nur einen schnellen Prozess durchläuft. Und dieses Gold, wobei hier ungefähr 60-63% des Gesamtgoldes bereits aus dem Gestein herausgefiltert wird, kommt dann ebenfalls zusammen mit dem entkarbonisierten Gold aus der Bleichanlage ins Labor zur Endprozessierung. Soweit hier von der Oberfläche. Wir sehen dann weiter, was der Untergrund uns bietet.